So, damit herzlich willkommen zu der neuen Stream. Ja. Heute spielen wir eine Runde. Wie ihr sehen könnt, wartet. Ich bin im Boden verpackt. Ja. Ich bin wieder on Mobile unterwegs. Es werden jetzt nur noch PC-Livestreams kommen, beziehungsweise Mobile-Livestreams. Ja. So ist nicht. Dass ich auch ein VR-Chat reden kann und ihr mich hört, nutze ich halt ja eine App. Ja. In den letzten zwei VODs hat man mich nicht gehört, ja. So ist nicht. Ja. Könnt ihr etwas lauter reden? Indem ich das Mikrofon lauter stelle. Ja, weil das Mikrofon ist so leise. Ja, genau. Das ist ja dieses Mikrofon. Ja. Ja, ihr hört mich und hört die Person, die von meinem Handy kommt. Perfekt. Ja, wenn man dann... Gehen wir eine Runde Prison Escape im Hochformat. Ja. Muss Hochformat sein, weil die App erlaubt es nicht, quer zu streamen. Warum auch immer. Ja. Was richtig beschissen finde, hoffentlich bekommt die App noch ein Update, dass man dann auch 16:9 spielen kann, beziehungsweise streamen kann. Ich könnte es bei Rocket League Zeit bei super mit Stimme und Audio streamen, so ist nicht, aber wie Artchat nicht, da geht nur eins. Ja. Ich will Mitte.
gar nicht mehr. Ja. Ne? Ich kann euch lesen und ich könnte euch grüßen, auch wenn ihr abonniert oder folgt. Ja, gesagt, folgen ist hier komplett kostenlos. Ja. Also, wir abonnieren auf YouTube. Muss ich Sieh nix. Cool. Karte. Jetzt ruckelt meine nie. Weg. Points. Event. Hier kann ich was sehen. Oh. Shit. Kann ich dich verwirren? What? Was will ich machen? Ja, könnte man das Rauschen ausmachen? Okay, Leute, so. Und dann bin ich perfekt. Dann. Wo ist die Gun? Ach, hier an der Seite. Seht ihr diesen kleinen Popsel? Da ist die Gun. Toll. Oh. Die Schießtaste ohne die öffnen Taste, wie cool. Nur jetzt müssen wir einen Damm hin. Hier sind wir noch eine Runde. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir denn machen? Aufhalten die Leute oder was?
Aua. Was würden sie denn machen? Wie sieht das, oder? Der Ding hat sich ja verbuggt. Nicht. So. Ja, Hochkante ist doof. Ich weiß. Das zu 9 ist geiler. Was müssen wir denn machen als Guards? Was wir denn machen? The battle's payload is through joint box. Was muss ich hier machen? Hilfe. Okay. Wow. Wo ist die Karte? Nicht. Okay, ich hier rein. Oh, Prisoner, okay. Mal gucken, wo die Karte liegt. Ich hätte ein Messer, aber ich habe kein Guard gefunden. What the heck? Das ist ein Spiel, wie ihr gesehen habt. Brauchen mehr Leute, um das Spiel zu spielen.
Ah! Ich hab doch gestochen. Mann. Scheiß Spiel. Mann. Hochkant ist echt scheiße, das Spiel, ne? Ja. Wie spät haben wir's? Fast 21 Uhr erst, wow. Cool. Wie lange wenn mal alle Follow so gekommen sind? Dass sie da gerollt sind, hab ich mal. Es könnte etwas dauern, bis alle durch sind. So, für die Ruckler. Das sind noch die Follows, die glaube ich noch kommen oder gekommen sind. Und wenn man damit auf Pause.
Ich geh mal durch die Tür hinten. Ja. Ey, ich packe den Tisch fest. Hilfe. Ah, okay. Okay, ihr habt jetzt auch Audio, sorry. Ihr hört die ganze Zeit nur meine Stimme. Was dumm war, aber egal. So, Brett.
glaube, wir sind den Turm hoch, oder? Сегодня поспал всего 3 часа, я в скором времени лягу. Просто тяну время, чтобы совсем рано не лечь. Так я уже спать, да, хочу очень сильно. А. Кто-то в такое время хоть вертит и хоть сидел вообще? И вот, Иван, спросите ее. Да, конечно, там один мой друг есть, который точно так же, как и я делал. Все ночью спал, и день тоже. Не, вообще, вот так же, чтобы вечером. Много времени сидит. Да, много народу. Ну, относительно. Ну, у меня очень много друзей. Не бессонница у всех, что ли? Да, как раз таки под собой. Да нет. У меня просто очень много друзей, и есть с кем посидеть. Сейчас. Сделаю скрипт. Да, 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 окей. Я Кустик. Я Южик. Приветик. Ух ты, ё-моё. Ты Куст, да? Да, я Кустик. Ампла! Нормально. Омчёлка, ёбер! Можно, Малин, можно ли тебе просто кинь этот? А? Отправь мне просто этот, отправь мне приглашение, кинь, дай. А не Кости, омчёлка моя! Ну, в смысле, я твоя пчёлка? Я не твоя пчёлка. Не, ты пчёлка моя. Ты не знаешь. Да, не, я понял, это что он. Нет. Это имел это. Это же мультик Дока Майя. Да, я знаю его. Это... Блин. Да ё-моё. Что ё-моё? Давайте видите, как кто куда хочет. Ну, ясно, да. Рича! Рича, Кустик. А сможешь Лазаруса добавить? Лазарус у меня так сидит. Он сидит где-то сидит в приватнике. Mit meinem Fortnite-Avatar jetzt wieder im VR-Chat. Ja. Das ist nicht. Und ist von das größte Spiel der Welt, weil das Spiel gibt es jetzt wieder auf iOS. Ja. Weil der Epic Store da jetzt auch rausgekommen ist. Das ist nicht. А там тебе добавится Ричард, если что, Дракоша Лазарус, и точно нас получит. Так мне всего его один, кому-то нахрени второй, блин, его понял. Рича, привет. Мы просто сейчас в Осике займемся.
Один это аккаунт, да. Всем приветик от меня на стримке у тебя. Ага, спасибо. Как там ты, Сири? Нормально, вроде вышел спать, отдыхать. Ja, ich kann mir nichts einstellen, Titel und so weiter. Na, was dabei wuppet, 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 was soll das sagen? Na, ладно. Ого, какой дракончик. Блин, труду убили, ладно. Угу. Третье говно. А, ё-моё, интересно, здесь считается, типа, когда ты стреляешь в голову или все? В голову? А разве нет? Нет, есть. Жалко. И сумура там не хочет. Пустил. Опустил уже, блин. Ребят, кто вы тогда? Я сейчас на 5 минут заканчиваю стрим, все равно один стрим. Кто просит меня? О, на море отдыхать. Да блин, я самой на море, я к тебе хочу, на море. Здорово. Привет, Самай.
bisschen, lange her. Okay, ich hab schon nicht gehackt. Was ging? Na. Doch, nein, der wird mich bestimmt hacken. Doch, bitte. Bob. Mau. Hör auf. Vergiss ihr Messer. Mau. Das ist nicht gut. Der, die liebe Kennenschatz. Mau. Die Schuld gebe ich mal an dich weiter. Ja. Abgelenkt. Ja. Ich wurde abgelenkt. Ich sag bloß so, ne? Wenn ich du wäre, würde ich den Raum abschließen und dann. Sorry. Na, tut mir leid, ich wollte dich nicht in den Tod stürzen. Du bist toll. Vor allen Dingen, du hast mir das Messer voll in den Rücken gestochen, du Depp. Ich hab das richtig gemerkt. Da war eine schnelle Runde. Ich hab einen Full Body Haptic Suit. Vorne und hinten. Spielst du? Ja. Wow. Ich spiel das nicht. Warum wohl? Hey. Weil ich es nicht hab. Ich sag mal so viel. Was man niemals mit mir spielen soll, ist Bug. Okay, die Luft ist rein. Ja, da war drei ich drin. Hab einen Pupi gemacht. Da unten. Ich seh's nicht, aber du kannst sehen. Wir alle haben verschiedene. Warte. In denen wir suchen müssen. Hi. Gib mir einen Grund, nicht abzudrücken. Ich hätte dich schon längst töten können. Touché, weil da liegt ein Messer nebendran. Genau. Now? Heb mal das Messer auf. In dem Moment. Du bist auch sein, lustig, ne? Gut. Wow. Hätte es sein können. Aber... Warte. Hör zu. Hi. Ja, ich glaube, mehr kann ich nicht beweisen. Live. Alles gut, das habe ich schon. Das habe ich schon geklappt bei dem Messer. Aus, ich kann's sehr gut faken. Ich kenne es. Der Killer ist. Aber das Einzige, was ich nie faken kann, ist Dung-Dung. Elektro-Dings. Aber der Live ist der Killer. Mau. Ich kenne ihn. Oh, Mensch! Das gesehen, mein Freund. Wow. Sorry, dass ich dich verdächtigt habe. Ach Mensch, ist doch alles gut jetzt. Bei uns am Glück hätte es ja sein können, ne? Dass der Detective und der Mörder in einen Raum gespawnt werden. Ja. Das wäre lustig. Das passiert mir manchmal. Ja, kommt gleich wieder, alles gut. Ja, gleich, alles gut. Alles Gute, komm von oben mit einem schönen Regenbogen. Was weiß ich noch? Ja, ich liebe Regenbogen. Was, wenn der doch zu mir kommt?
Na. Ja, genau. Was mache ich denn hier? So. Ja, genau. Was ist Mikrofon? Ja. Ich mal was auf. Felix, das sagst du gerne. Ich sag das so, das sind wir sicher. Ich zieh dir ja. Nicht. Mach den Licht an und ich aus. Was denn? Wer war der Letzte? Warst du das? Ich glaub, das war ich. Ich hab's auch gesagt, du bist getötet von der Schlange, ne? Nicht von mir. Ey, ich sag noch so bei Felix, ne? Als das Licht ausgegangen ist, ne? Ich sperr die Tür zu und stell mich so hin und sag so, alles gut, hier sind wir sicher. Und er fängt die Tür. Nicht alles gut. Das Leiche ist auf TikTok. That's what she's saying. Ach du, nein, vergiss. Ach du. Nein. Ultra Instinct Goku. Respekt. Ja. Grünlich ist aus. Witzig. Guck mal, deine bei mir glänzen deine Pfoten und deine Schnurre. Ich glänze wahrscheinlich meine Haare. Also leuchtet. Guck dir. Alter, das ist ja klasse. Sorry! Ich will alle in die Electronics reinfüllen. Was? Nein! Seh nichts! Oh, Scheiße! Nein? Wo ist die Woche? Welcher ist doch der... Sie ist tot. Oh. Oh.
Du Scheißgeld, sie ist tot. Join the party. Ich werde jetzt auch andere noch joinen. The party. Also, der Gute von der Geschichte wird zum Bösewicht. Ja, hey, ich bin das Goku eigentlich und ich bin eigentlich der Gute gewesen. Ach, ja, ich wurde der Mörder, hab den Massaker meines Lebens gemacht. Aber den also letzten einfach, den letzten muss unbedingt der Detective sein. Nein. Natürlich einen mit Full Body. Ich bin immer horny, ey. Sorry, Felix, bitte, sei einfach nicht der Mörder. Ich glaube, morgen spiele ich wieder mit diesem Blue Husky Fortnite. Ja. Warte mal, wie wartet? Morgen dann Fortnite. Welchen Mörder hätte ich dir schon längst die Kugel verpasst? Bin ich, oder er bin ich. Warte mal, was? Du kannst Waffen übertragen? Ja. Der hat eindeutig die falsche Person die Waffe übertragen. Mal! Wenn du mich auch hier ablenkst, ne? Du! Ja, viel Spaß bei deinem Job. Ja, danke. Ich glaube, ich werde es gut machen. Ja, starte mich als erstes. Hier gehe ich halt in die YouTube-Instanz. Ja. So.
Tracker vorgestellt. Und dazu gibt es jetzt neue Infos und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich mich direkt wieder vor die Kamera für euch geschmissen, um euch natürlich zu sagen, was euch dort erwartet. Am 2. September werden die Dinger auch schon direkt ausgeliefert, natürlich auch nur in China erstmal zum Start der Pico 4 Ultra. Aber die Dinger werden natürlich auch irgendwann mal ja, uns hier in Deutschland erreichen. Kosten werden sie um die 60 US-Dollar, das sind umgerechnet so 50 Euro, 55, 60 Euro. Das geht schon mal in Ordnung. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, die Dinger funktionieren nicht nur mit der Pico 4 Ultra, nein, sondern auch mit der ursprünglichen Pico 4 und auch mit der Pico 3 Neo. Also wenn ihr eins dieser beiden Headsets zu Hause haben solltet, dürft ihr auch in den Genuss der neuen Motion Tracker kommen. Die alten Motion Tracker, die habe ich euch ja mal vorgestellt, die habe ich auch noch hier. Die sind natürlich jetzt, ja, die funktionieren nicht mehr, die kann man nicht mehr nutzen. Aber trotz alledem habe ich euch einfach mal die Videos hier oben angepinnt. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, weil Motion Tracker selber, das ist schon eine coole Sache, wenn man in Virtual Reality ist und die Beine werden ebenfalls getrackt. Also das ist ein ganz, ganz neues Gefühl, nicht nur die Arme. Man schaut an sich runter und auch die Beine kann man benutzen, ne? Das ist echt schon ein ganz, ganz irres Gefühl. Ich fand das damals echt mega. Und jetzt, wie gesagt, gibt es die Motion Tracker in der Version 2 und die werden jetzt auch vertrieben. Die ersten wurden nie offiziell vertrieben. Also jetzt schön aufpassen. Vielleicht könnte das was für euch sein. Also ich empfehle euch das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Das möchte ich schon mal loswerden. Ja, normale Motion Tracker, zum Beispiel die von Sonys Mockupy, die arbeiten ja mit einer inertialen Messeinheit. Und das ist ein Gyroskop und ein Beschleunigungsmesser. Ja, also dann bewegt ihr die Beine und der Gyroskop dreht sich und dann wird die Beschleunigung gemessen und daraus werden dann Daten ja, erhoben, wie ihr euer Bein bewegt, ne, oder hebt, benutzt, ne, wo ihr hintretet und so weiter. Und die alten Pico-Tracker haben das auch gemacht. Aber die neuen Pico-Tracker, die haben jetzt noch was ganz, ganz Neues an Bord. Jeder Tracker verfügt noch mal über 12 Infrarot-LEDs und die strahlen dann ab und die Dinger haben zwei Funktionen. Die erste Funktion, das ist die Ersteinrichtung und die Ersteinrichtung der alten Pico-Tracker, das habe ich euch hier mal ganz, ganz, ganz kurz hier mit auf die Leinwand geworfen. Da musste man ja immer so Bewegungen machen, ne? Irgendwie haben wir das Knie, was weiß ich. Und das bei jedem Spielstart und das hat natürlich Buschel genervt, ja. Die neuen, die haben jetzt wie gesagt diese 12 Infrarot-LEDs und wenn ich dann einfach nach unten schaue, zack und wieder nach oben, dann sind die eingerichtet. Also das ist alles für die Ersteinrichtung und das finde ich natürlich mega. Habe ich euch hier auch so mal ganz, ganz, ganz kurz festgehalten, hat Pico ja gezeigt. Das ist natürlich schon mal ein gewaltiger Schritt nach vorne. Ja, das zweite ist natürlich, wenn man jetzt spielt, dann fängt die Kamera wie bei diesen Touch-Controllern halt diese Infrarotstrahlen auf und kann dann euer Bein tracken. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Wenn ihr das Bein zum Beispiel nach hinten haltet oder ihr schaut gerade nach oben, dann kann die Kamera natürlich nicht mehr die Motion Tracker erfassen. Und dann kommt wieder der Beschleunigungssensor und natürlich der Gyroskop zum Tragen. Der übernimmt das Ganze dann. Dann ist es natürlich nicht mehr 100% akkurat, ja. Aber sobald man wieder im Sichtfeld ist, dann übernehmen wieder die LED-Lichter. Also das gab es noch nie, so eine Hybridlösung. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie gut das funktionieren wird. Die werde ich mir kaufen. Die neuen Tracker kommen unten an den Knöchel. Ja, und okay. Ein bisschen tiefer. Und ich kann mir schon... Also kannst du dann Full Body Tracking Content machen, oder wie? LED-Lichter. Ja. Ja, Pico selber hat auch noch ein bisschen was dazu gesagt. Ja. Nämlich... dann kannst du sagen, auf Videos reagieren und dann an der Seite deinen Full-Body-Avatar anzeigen lassen. Wenn man jetzt so ein Fitnessspiel macht oder man... Das stimmt. Ob man wirklich merkt, hey, das hängt so 5 cm daneben, dahinter, das muss man natürlich dann sehen, aber 5 cm... Dann sieht man sagen auf YouTube oder Trovo, wie du gerade sitzt, wegen Full-Body-Tracking. Das ist nicht viel, das ist auch sehr, sehr präzise. Und eine Genauigkeit von weniger als 98%, die wird nicht eintreten. Das heißt, ihr habt immer eine Genauigkeit von mindestens 98% mit dem, was ihr mit euren Beinen veranstaltet. Und das ist wirklich schon sehr, sehr präzise.
Also da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Das Ganze hat eine Latenz von weniger als 20 Millisekunden. Das heißt, das wird man wahrscheinlich gar nicht merken, wenn man jetzt wirklich runterschaut, ne, die Beine bewegt. Also ich gehe mal davon aus, das wird ein Vorkommen wie 1 zu 1. Ja, der Tracker selber wiegt nur 27 Gramm. Also das wird man wahrscheinlich gar nicht merken, wenn man ihn unten an den Knöchel befestigt. Die Akkulaufzeit, das sind bombastische 25 Stunden. Das finde ich echt mega. Das Ding, das rockt dann erstmal richtig weg, ne, wenn man da ganz viele Fitnessspiele mitmacht. Ne. Also 25 Stunden, da kann man nicht meckern. Und aufgeladen wird das Ganze dann ganz herkömmlich über einen USB-C-Anschluss. Also Stecker dran, fertig, aus ist die Laube. Ja, Preis hatten wir schon, um die 60 Dollar, 50 Euro, 55 Euro. Und wie gesagt, das Ganze dann am 2. September zum Start der Pico 4 Ultra. Ja, wie gesagt, Pico 4, Pico 3 Neo-Nutzer dürfen die Dinger aber ebenfalls benutzen. Ja, und dann gibt es da natürlich noch, was kann man damit machen? Welche Spiele-Apps werden das unterstützen? Und Pico gibt sogar an, dass die Tracker sogar über PC VR mit Pico Connect, ja, also Virtual Desktop bitte nicht erwähnt, mit Pico Connect kann man zum Beispiel dann auch VR-Chat benutzen, die PC VR-Version. Und dort werden dann auch die Tracker unterstützt und dann kann man seine Beine in VR-Chat tracken lassen. Sehr, sehr cool, ne? Und ja, Pico China Store gibt es schon 20 eigenständige Apps, ja, die Tracker unterstützen. Welche das sind, kann ich euch leider noch nicht sagen. Man sieht hier im Trailer so ein bisschen Mutrix, ja. Bis jetzt war das immer ja nur Beat Saber mit Hände. Vielleicht kommt da jetzt ein Update für die Motion Tracker. Man sieht ein Tanzspiel, da bietet sich das natürlich an. Und auch so ein bisschen Fußball. Ich weiß nicht, ob das von den All-in-One-Stars-Machern ist. Hallo. Könnte sein von den Figuren her. Also Fußball gibt es ja eigentlich noch gar nicht in Virtual Reality. Ja, nur über Sticksteuerung. Aber man kann nicht selber schießen. Ne? Und das wäre natürlich mal richtig, richtig geil. So ein richtiges Fußballspiel auf dem Fußballplatz. Und man kann da mit den Sticks laufen. Oder vielleicht auch mit so einer Ruderbewegung mit den Händen. Und dann wirklich so zack, Tor schießen. Warum nicht? Ich kann es mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil ich ja schon mal Motion Tracker benutzt habe. Und das ist wirklich ein bombastisches Gefühl. Ja, das zu den Motion Trackern. Ich bin natürlich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Seid ihr gespannt? Habt ihr schon mal welche benutzt? Ja? Oder sagt ihr jetzt, hey, die Pico 4 Ultra, das ist mir ein bisschen ja, zu wenig, zu teuer. Ne? Die möchte ich nicht, die Pico 4. Ich mag sie, ich liebe sie. Aber da noch mal das Video zu der Pico 4 an. Schreibt mal das hier in die Kommentare. Ich diskutiere gerne mit euch. Ich werde es mir alle durchlesen. Was denn? Das Video zu komplettieren, wenn ihr noch irgendwie was anderes... Schaut euch wohl das Info-Video noch mal zu der Pico Ultra an. Ich werde es mir durchlesen. Ich werde es beantworten. Nein. Mit euch. Und ihr helft natürlich der Community, wenn dort noch Fragen auftreten. Jetzt noch aus einer Einladung für unseren Discord-Server. Joint gerne dieser großartigen Schilling. So habe ich dir schon einen schönen Abend gewünscht. Der Pico. Neben der Pico 4 Ultra wurde hier, da. Neuen der Mais hat noch einmal an. Und dazu gibt es jetzt neue Infos. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich mich... Die neuen Trackers sozusagen für die Pico 4 Ultra. ...zu sagen, was euch dort erwartet. Und für die normale Pico 4 und für die Pico Neo 3. Natürlich auch nur in China erstmal. Ich dachte, die wären bloß für die Pico 4 Ultra. Nein. ...hier in Deutschland erreichen. Kosten werden sie um die abwärtskompatibel. Umgerechnet so 50 Euro, 55, 60 Euro. Na gut, da habe ich das falsch verstanden. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, die Dinger funktionieren nicht nur mit der Pico 4 Ultra, nein, sondern auch mit der ursprünglichen Pico 4 und auch mit der Pico 3 Neo. Also wenn ihr eins dieser beiden Headsets zu Hause haben solltet, dürft ihr auch in den Genuss der neuen Motion Tracker kommen. Die alten Motion Tracker, die habe ich euch ja mal vorgestellt, die habe ich auch noch hier, die sind natürlich jetzt, ja, die funktionieren nicht mehr, die kann man nicht mehr nutzen, aber trotz alledem habe ich euch einfach mal die Pico 4 ist jetzt in Deutschland eingestampft. Haben gestern eine Meldung. Und die Beine werden ebenfalls getrackt. Also das ist ein ganz, ganz neues. Der Pico 4 ist jetzt in Deutschland eingestampft worden. Gestern eine Meldung. Also die kommt nur doch nicht in Deutschland mehr. Die Motion Tracker in der Version 2 und die werden jetzt auch vertrieben. Du meinst die mit Eye-Tracking, die kommt nicht. Also jetzt schön aufpassen, vielleicht genau die. Also ich empfehle euch das auf jeden Fall mal auszuprobieren.
Das möchte ich schon mal loswerden. Die machen schon der Pico 5. Zum Beispiel die von Sony. Was denn? Ich nehme mal ganz stark an, dass die Pico 4 Ultra auch nie in Deutschland erscheinen wird. Ja, also weil die Deutschen sind keine Zielgruppe mehr für Pico. Weil in Deutschland sind die Verkaufszahlen von Pico viel zu niedrig. Deswegen ist Deutschland keine Zielgruppe für Pico mehr. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Pico 4 Ultra je in Deutschland rauskommen wird. Jeder Tracker verfügt noch mal über 12 LEDs. Ich schon. Die strahlen dann ab und die Dinger haben zwei Funktionen. Die erste Funktion, das ist die Ersteinrichtung und die Ersteinrichtung der alten... Naja, mal abwarten, mal sehen, was passiert. ...auf die Leinwand geworfen. Da musste man ja mal so Bewegungen machen, ne? Irgendwie haben wir das Knie, was weiß ich. Und das bei jedem Spielstart und das hat natürlich Buschel genervt, ja. Die neuen, die haben jetzt wie gesagt... Was man machen kann, ja, man kann quasi aus USA die Pico 4 Pro und der Pico 4 Pro Ultra quasi holen und die mit einem deutschen Menü ausstatten. Das Zweite ist natürlich, wenn man jetzt spielt, dann fängt die Kamera wie bei diesen Touch-Controllern halt diese Infrarotstrahlen auf und kann dann euer Bein tracken. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Wenn ihr das Bein zum Beispiel nach hinten haltet oder ihr schaut gerade nach oben, dann kann die Kamera natürlich nicht mehr die Motion Tracker erfassen. Und dann kommt wieder der Beschleunigungssensor und natürlich der Gyroskop zum Tragen. Der übernimmt das Ganze dann. Dann ist es natürlich nicht mehr 100% akkurat, ja. Aber sobald man wieder im Sichtfeld ist, dann übernehmen wieder die LED-Lichter. Was ich sehr verwirrend finde bei den Chinesen, da gibt es einige Videos von der Pico 4 Ultra, schon hier Testvideos und so. Also einfach ist in China die schon teilweise auf dem Markt erhältlich, die Pico 4 Ultra. Eine Ecke präziser wird, gerade wegen diesen LED-Lichtern. Ja, Pico selber hat auch noch ein bisschen was dazu gesagt, nämlich... dass der durchschnittliche Positionsfehler der neuen Tracker nicht mehr von 5 cm sein soll. Das heißt, das variiert dann vielleicht mal zwischendurch um 5 cm, ob man das wirklich nachher merkt, wenn man in Virtuality ist. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt so ein Fitnessspiel macht oder man so ein Tanzspiel, ob man wirklich merkt, hey, das hängt so 5 cm daneben, dahinter, das muss man natürlich dann sehen. Aber 5 cm, das ist so ein Stück, das finde ich schon okay. Das ist schon sehr, sehr präzise, ne? Ja, einen durchschnittlichen Winkelfehler von 6 Grad gibt ByteDance bzw. Pico an. Auch das ist nicht viel, das ist auch sehr, sehr präzise. Und eine Genauigkeit von weniger als 98%, die wird nicht eintreten. Das heißt, ihr habt immer eine Genauigkeit von mindestens 98% mit dem, was ihr mit euren Beinen veranstaltet. Und das ist wirklich schon sehr, sehr präzise. So, ach, ich hab Durst. Also, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das Ganze hat eine Latenz von weniger als 20 Millisekunden. Das heißt, das wird man wahrscheinlich gar nicht merken, wenn man jetzt wirklich runterschaut, ne, die Beine bewegt. Also ich gehe mal davon aus, das wird ein Vorkommen wie 1:1. Ja, der Tracker selber wiegt nur 27 Gramm. Also das wird man wahrscheinlich gar nicht merken, wenn man ihn unten an den Knöchel befestigt. Die Akkulaufzeit, das sind bombastische 25 Stunden. Das finde ich echt mega. Das Ding rockt dann erstmal richtig weg, ne, wenn man da ganz viele Fitnessspiele mitmacht. Ne? Also 25 Stunden, da kann man nicht meckern. Und aufgeladen wird das Ganze dann ganz herkömmlich über einen USB-C-Anschluss. Also Stecker dran, fertig, aus ist die Laube. Ja, Preis hatten wir schon um die $60, 50 Euro, 55 Euro. Und wie gesagt, das Ganze dann am 2. September zum Start der Pico 4 Ultra. Ja, wie gesagt, Pico 4, Pico 3 Neo-Nutzer dürfen die Dinger aber ebenfalls benutzen. Ja, und dann gibt es da natürlich noch, was kann man damit machen? Welche Spiele-Apps werden das unterstützen? Und Pico gibt sogar, dass die Tracker sogar über PC VR mit Pico Connect, ja, also Virtual Desktop bitte nicht erwähnt, mit Pico Connect kann man zum Beispiel dann auch VR-Chat benutzen, die PC VR-Version. Und dort werden dann auch die Tracker unterstützt und dann kann man seine Beine in VR-Chat tracken lassen. Sehr, sehr cool, ne? Und im, ja, Pico
China-Store gibt es schon 20 eigenständige Apps, ja, die die Tracker unterstützen. Welche das sind, kann ich euch leider noch nicht sagen. Man sieht hier im Trailer so ein bisschen Mutrix, ja. Bis jetzt war das immer ja nur Beat Server mit Hände. Vielleicht kommt da jetzt ein Update für die Motion-Tracker. Man sieht ein Tanzspiel, da bietet sich das natürlich an. Und auch so ein bisschen Fußball. Ich weiß nicht, ob das von den All-in-One-Stars-Machern ist. Könnte sein, von den Figuren her. Also Fußball gibt es ja eigentlich noch gar nicht in Virtual Reality. Ja, Schädlingsbefall. Sticksteuerung, aber man kann nicht selber schießen. Ne? Und das wäre natürlich mal richtig, richtig geil. So ein richtiges Fußballspiel auf dem Fußballplatz. Und man kann da mit den Sticks ja, der mit so einer, Ruderbewegung mit den Händen und dann wirklich so zack, Tor schießen. Warum nicht? Ich kann es mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil ich ja schon mal Motion Tracker benutzt habe. Und das ist wirklich ein bombastisches Gefühl. Ja, das zu den Motion Trackern. Ich bin natürlich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Seid ihr gespannt? Andam David muss ja einfach sein. Oder sagt ihr jetzt, hey, die Pico 4 Ultra, das ist mir ein bisschen ja, zu wenig, zu teuer. Ne? Die möchte ich nicht, die Pico 4. Ich mag sie, ich liebe sie. Aber da hole ich mir die Motion Tracker und zu. Und tot. Ja? Schreibt mal all das hier in die Kommentare. Ich diskutiere gerne mit irgendwie euch. Irgendwie fetzt mir aber die Kackerlage irgendwie. Die ist lustig. Wenn ihr zu den Motion Trackern gefunden habt, alles hier unten rein, in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen. Ich werde es beantworten. Ich diskutiere das war, gerne mit euch. Das war, als die Pico 4 vorgestellt worden ist, auch zuerst gewesen, dass sie in China verfügbar war und dann in Europa. In Amerika, da kommt die nicht raus. Ich sage, warum die nicht rauskommt, Amerika. Das hat mit ByteDance zu tun und TikTok. Damit hat es zu tun. Mal TikTok gehört ja zu ByteDance und Pico gehört auch zu ByteDance. Dann ist es mit Amerika sehr schwierig. Ein Ami hat sich die Pico schon mal geholt. Er muss dann ein VPN benutzen, um überhaupt die Pico-App benutzen zu können. Wirklich wahr. So ist es passiert. Viel Spaß weiterhin mit bei einigen frage ich mich, ob das nicht gar für ihn strafbar ist, wenn der dann irgendwann mal erwischt wird, eventuell mit der Pico da unten. Wenn die da unten ja nicht erlaubt ist. Die ist erlaubt, aber er kann die da offiziell nicht kaufen, die ist erlaubt. Nur er kann die Dienste da nicht nutzen. Die Dienste sind da offiziell nicht freigeschaltet, weil die Behörden da noch keine Genehmigung dafür gegeben haben. Ja, leider. Ach man, Gott, nochmal Adblocker, halt nochmal, oh nee. Mann, ich will da rein bei YouTube, Mann. Scheiß Browser, Alter.
enemy. Press up to boogie smooth, girl. Partner, energy, energy, energy. Drug. You know that. Don't need no one. If you're building up, what are you, bro? Can I get a little bit of hope? Yeah. Something to put it, get what? Das ist nice. Was denn? Was denn? Was ich hab immer gerade zu laufen. Das ist mega. Ich weiß das nicht, wie man sowas erstellt in VR. Man muss die Kamera nehmen, die man hat für Stream, muss sie dann da reinziehen bei, wie nennt sich's nochmal, bei diesem einen Kreis, da muss man OBS starten und dann aufnehmen. Und das hat der hier vorne aufgenommen, die Katze, und zwar Chisori. Und der Greif, der blaue Greif, das bin ich gewesen da. Das Wurz war mitgemacht. Ja, der blaue Greif, den blauen Greif habe ich genommen. Da vorne, da, den blauen. Tanzen. Ja. Ja, den habe ich genommen da. Hätte nie gedacht, Twin Fandom, dass du so mega gut tanzen kannst. Ich habe kein Full Body Tracking. Also zu sagen ist, dass dann von der künstlichen Intelligenz animiert. Ja. Da in der Welt, da tanzt der Avatar, er wird ferngesteuert. Ferngesteuert. Ja. Und von der Welt, die will man dann, oder Dings genutzt hat, gibt es auch eine Handy-Version, so ist nicht. Ja. Die habe ich auf diesem Account gespeichert. So. Ich muss mal. Ich habe mal bei einem Video mitgemacht hier. Hier. Mal. Wo Leute so in VR drin waren und das sich raus sind. Und dann habe ich ja so dargestellt hier. Hier so. Da habe ich mitgemacht, den Audio benutzt. Ich habe hier noch ein Video an einen Tag, bevor ich zum Urlaub gefahren bin. Ich bin schon längst lange im Urlaub nicht mehr drin. Gerade auf dem Weg, alles zusammenzupacken, habe ich schon erledigt. Tut mir leid für die Qualität. Hier ist noch was drin, damit ich im Auto pennen kann. Eine Flasche, wo ich noch extra ein bisschen Trinken reinfülle. Und ja, da unten ein anderer Kram. Andere Sachen hier. Hier ist meine Pico 4 drin, die nehme ich mit. Die streame ich halt über mein Smartphone. Standalone, das ist doch nicht schon scheißegal. Qualität reicht doch völlig aus. Hier ist doch gut, die Qualität. Ja, alles ordentlich hingelegt. Die völlig in Ordnung. Und ich sag nur. Bye bye. Meine kleinen süßen Mini-Freunde. Ich sag mal. Das war ein Short von mir. Ich habe extrem viele Shorts hochgeladen.
Mein Gott, noch mal raus da. Microsoft, du nervst. Ob du das weißt, fand. Aber ich habe mal eine Frage, hat VR-Chat eine Nutzungsbegrenzung, also eine Nutzungszeitbegrenzung? Nein. Nein, haben die nicht. Du könntest zocken, bis du tot bist. Weil das hat jetzt mal jemand gefragt und ich konnte das nicht beantworten. Nein, haben die nicht. Außer wenn mal die Verbindung spinnt, dann fliegst du natürlich raus. Das ist ja logisch, wenn quasi die Verbindung schlecht ist. Ja. Das war mal ein Video, wo mein Smartphone noch ganz neu eingepackt war. Na toll, das eine Video habe ich ja noch auf TikTok. Schöne Scheiße. Hast du das anscheinend vergessen, auf YouTube hochzuladen? Ja, habe ich auch. Dann könntest du das heute oder morgen machen, bevor du live gehst. Ja. Mann, wo? Da ist ja das Ding. Oha, erste Schau, was geht? Du kannst kostenlos ein Follow da lassen, dann wirst du in meinen Stream angezeigt. Also dein Name wird dann auf dem Screen angezeigt, ne? Follow ist komplett kostenlos. Und jetzt lade ich gerade ein Video von meinem Headset herunter. Und dass du später auf YouTube hochladen kannst. Ja, ich lösche es auch nachher wieder, weil viel Speicher frisst das. Uff, dann müsste das Video, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden gehen insgesamt. Ist das, glaube ich, das Video auf. Ach, das diesen Livestream, den wir gerade schauen, den macht, wenn man dann später wieder. Yay! Wieder Fensteraufnahme. Modus Stream, let's go. Was ist denn hier los hier? Muss mal schauen. Wo ist denn das? Dreht das Video immer automatisch ab oder macht mit
glaube, wenn man dann macht den immer aus. Ich muss mal gucken, das Video hier. So, ich hab's heruntergeladen. Nein, da. Ja. Bist du noch da? Hallo? Bin noch. Ja. Bin und gleich kommt ein Video, was ich von TikTok nochmal reingemacht habe. Und zwar Furry Recording, nee, Funny Recording Moment. Moment, habe ich mal hochgeladen. Funny Recording Moment. Raus damit. Löschen. Und das. Das gehen wir gerade ab. Das Video habe ich auf TikTok hochgeladen und das hat locker, ich guck noch mal wie viel. Ich öffne gerade TikTok auf meinem PC. Wo ist denn das? Da ist einer drin hier. Ui! 2058 Aufrufe, Alter. Geil. So. Alle Fänge reingeht. Mir heiß. Boah, ich muss. Glaube, ich muss mal meinen Lüfter anmachen, Alter, ist mir heiß. Und die Animation, die in dem Video hier ist, das können leider nur Leute sehen, die PC-VR drin sind oder auf Desktop. PC. Leider. Da kommt man sich ja bei deinem Video vor, wie als hätte man sonst was gewonnen. Das hat ordentlich FPS gefressen. Hat bestimmt deine Pico ganz schön gefordert, das Video bestimmt. Ja. Die waren nämlich mit den PC verbunden.
It's PC only ist das, nämlich ein Video. Das habe ich auf mein Headset draufgeladen. Und Short konnte das ja nicht sehen. FPS-Rate auf Rot gewesen, auf Rot. Ja, moin. Wegen den Team Party People Avatar und diesen Panzern, die sich gedreht haben. Alter. Und diesen Account habe ich gerade auf mein Handy. Ja, habe ich mich gestern drum gekümmert, dass dieser Account von meiner Brille aufs Handy kommt. Ja, moin. Nee, das klingt irgendwie komisch. Was denn? Na, mit den Pico-Controllern zu Meta-Controllern, ja. Das klingt irgendwie mega eigenartig. Das ist bei Steam VR leider das Problem manchmal. Hm. Manchmal haben die da ein bisschen Probleme. Guck mal zur Ordnungsoberfläche in VR-Chat. Hier steht Pico-Controller. Und hier steht wie man auch sieht, aktuelle Zuordnung. Das ist dasselbe Dings, der Text wie mein VR-Ball in Streams. Irgendwas Chinesisches, ich glaube wahrscheinlich aus Hongkong. Ich hätte drauf definiert. Also, das ist der VR-Ball-Account auf mein Mobile-Phone. Ich weiß ja, denke, hilf mir doch einer. Warum? Ja, das steht da so drinne und die steht auf aktuelle Controller, ja. Pico Controller. Ja, wirklich. Das ist ein VR-Chat-Bug anscheinend. Ein Scheiß. Muss sich VR-Chat drum kümmern. Sehr interessant bei euch, was da abgeht. Ja, bei Steam VR ist das so ein Fehler. Bei Steam VR und VR-Chat, beides zusammen. Eigentlich müsste sich dann Steam drum kümmern. Den Fehler da zu finden, um das zu berichtigen, das ist ja auch komisch. Ja, das stimmt. Ich habe so viele Videos hier bei mir drin auf meinem YouTube-Kanal, extrem viele. Und einige sind einer, und ein Video ist sogar privat. Aber habt ihr dadurch den Fehler auch Einschränkungen bei Steam VR? Das kann ich mir irgendwie sehr vorstellen, dass ihr da irgendwie auch Einschränkungen habt dadurch durch den Fehler. Ja. Ja, die Systemhardware nicht richtig erkannt wird. Ja, stimmt. Mein Headset ist auch auf Android, teilweise die Software. Ich muss mal hier nochmal schauen, wo. Ich habe hier so viele Videos drin. Teilweise wird so viel Scheiße. Manche Sachen funktionieren noch nicht mal. Da unten ist der Vodafone-Router.
da unten. Der ist über ein LAN-Kabel hier mit den Laptop verbunden. Alles. Alle zusammenlaufen. Ich habe ein Video an. Oh. Zu lecken. Bitte. Ich durchmachen. Hallo. Nee, der Router kann nichts dafür. Es ist mein WLAN. Ja. Mann. Wenn nicht versammelt. Hier. Geht? Ja, geht wieder. Das ist auch ein Video. Ich nehme immer sehr viel auf und mach's rein ins Internet. Sehr viel. Ja. Ich muss mal gucken, ob das Video überhaupt stimmt, ja. Das verkehrte Video. Schreibe ich lieber auf Discord. Mann. YouTube, du kleines. Ich hab gesagt Video. Die Discord schreiben. Ja. Dann sieht er es morgen oder so. Dann macht er es morgen. Das Video ist erstmal auf privat und ich kann es morgen dann auch noch löschen. YouTube ist manchmal echt so ein Dreck. Verrücken. Mann! Guck die ganze Zeit nur in die Luft. Wenn Van Damme zieht. Ich Idiot. Ja.
Ich finde hier gar nichts. Ich guck gerade mit meiner Switch zu. Ach du Scheiße. Wo darf die arme Seele hingefahren werden? Hallo. Tut mir leid, ich muss jetzt leider offline. Tut mir leid. Welche Innenstadt? Ist nicht schlimm, dann gute Nacht, schlaf gut. Wir hören uns dann morgen. Bis morgen. Berliner Flausch? Bis morgen. Geistercafé Berlin 518? Scheiße. Okay, geht dann auch auf. Ciao, Leute. Okay. Du möchtest ins Geisterkampf.